Ja, damit willkommen zurück zu Let's Play Flight Simulator X im Landeanflug auf Newark. Nach einem 6,5-stündigen Flug. Ja, wir nennen uns so langsam den Endanflug und ich glaube, das ist der Flughafen schon. Ja, das ist er. Oder? Nee. Nee, doch nicht gern. Der Flughafen kennt sich weiter da hinten. Das ist er noch nicht. Das was ist denn das? Ja. Ja, weiß ich nicht. Genau, unser Programm befindet sich hier hinten. Hier, weil hier ist nämlich die Skyline von New York. Müsste das hier nicht LaGuardia sein? Oder ist das... Oder ist das der JFK Airport? Ja, Chef, der Airport kann es nicht sein. Oder fehlt doch. Sorry, ich glaube, das ist... Ja doch, das ist er. Das ist der JFK-Airport. Dann nicht gedacht, dass wir zum Landeanflug doch vorbeifliegen. Den Flughafen werde ich irgendwann auch anfliegen. Boah, der hat's doch gerade mit der Szenerienachladung. Zero
Ja, dann guck ich mal, wie das Wetter morgen wird. Okay, Welt. Welt und 16 Grad. Also. Keine Sorge. Anti-Eis Geschwindigkeit auf 190. Autobrake machen wir auf 1. Ich kann schon wieder fahren. Going to 118.975.
so fucked up. Ich kann doch wissen, in der Cockpit-Sicht, also in dieser, nee, im virtuellen Cockpit anzufliegen. So, drehen nach rechts, Kurs 005. Landebahn 4R. Das hier ist ein Grafikfehler, warum das ist, weiß ich nicht, der hört auf, wenn ich hier das Cockpitlicht ausschalte. Nun können wir voll ausfahren, da vorne Das hier vorne ist noch nicht ganz aufgekommen. Also müssen wir noch ein kleines Stück fliegen.
Hier ist der Flughafen. Ja, down. Alter, der hat's aber mit seiner Szenerie, ey. Okay, ich muss hier mal kurz die Kamera einstellen. Ich mach das mal anders. Die Cockpit-Sicht mache ich hier oben hin. Ja, das schaffe ich nicht mit. Das, irgendwann versuche ich es mal, aber so schaffe ich das noch nicht. Vor allem die Frames gerade. Sync rate. Alter, wenn es nicht so lenken würde, wäre es viel einfacher. Sink rate. Pull up. Pull up. Sink rate. Sink rate. 300. Pull 200. Up. 100. Minimums 50, 40, 30, 20, 10. Oh, doch noch ganz sanft aufgesetzt. Da bin ich jetzt überrascht. So, und jetzt frag ich mich, warum die Idioten uns so eine kurze Landebahn gegeben haben. Komm. Komm, wir kommen doch vorher zum Stehen. Oh, geschafft. Alter, ey, was geben die uns so eine kurze Landebahn? Thank you.
Das muss ich erstmal. So, gucken wir uns die Landung nochmal an. Alter, ey. Don't buy 100. Ich mach meinen Ton. 400. 300. 200. 100. Minimum 50, 40, 30, 20, 10. Ja, ganz sanft aufgesetzt. Und sogar fast mittig. So, und dann gucken wir uns das Ganze nochmal aus der... Kontrollturm an. 200. 100. Minimum 50, 40, 30, 20, 10. Ja, seht ihr, ich habe vergessen, die Störklappen auszufahren. Die hätten nochmal für zusätzliche Bremsungen gesorgt. So, wir fahren jetzt erstmal. Wir fahren jetzt erstmal von hier runter. Ich hoffe, es klappt beim Anflug eben ein bisschen leichter. Wenn es so wenig Frames sind, dann ist das etwas schwieriger. Und da klappen wir auch selten eine gute Landung. So. Hier halten wir an. Machen die Droplets. Droplets auf. Der Rest wird alles an. Bis auf die Landesscheinwerfer. Rollscheinwerfer an. Gehen die offen. Und dann bauen wir die Klappen noch an und. Ja, es gibt ja ein Gate, was groß genug für die 747 ist, aber das ist besetzt. Also nehmen wir einen Pack. Also ein Doppelgeld. Ja, jetzt muss ich wieder in der Vogelperspektive gucken, wo es ist. Romeo, Bravo, Alpha, Sierra, Mike, Romeo.
Na dann, wollen wir los. Jetzt ist wieder verschwunden.
Also ich hoffe, dass wir jetzt bald mal da sind. Okay, wir sind da. Und stopp. Ja. Packen wir die Set. Triebwerke aus. Treibstoff unten aus. Das war der Landeanflug auf Newark. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns zum nächsten
Let's Play Flight Simulator erst wieder. Welcher Flug das dann wird, weiß ich noch nicht. Das sehen wir dann. Bis dann.